Willkommen am Nürburgring der Rennstrecke in der Eifel, wo heute nicht die Motoren dröhnen. An diesem Wochenende steht alles im Zeichen vom Radsport. Rad am Ring ist angesagt, wie man hinter uns erkennen kann. Und ich freue mich, eine Sportlerin, eine Nachwuchssportlerin vor dem Mikrofon zu haben, ja, die kein Autorennen fährt, die nicht im Radsport unterwegs ist, aber trotzdem einen Bezug zum Sport hat. Das ist Gina Puderbach und auf Einladung von Avia hier am Nürburgring. Gina, herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Du hast so ein bisschen Bezug zum Nürburgring, weil du bist ein Kind aus der Eifel. Wo kommst du her? Ich komme aus Anschau, das ist ein kleiner Ort hier in der Nähe, also ungefähr 10 Kilometer von hier. 10 Kilometer vom Nürburgring und du bist, also deine Sportart, das muss man erklären, sie ist eine hoffnungsvolle Nachwuchs-Biathletin. Sag mal, wenn man in der Eifel aufwächst, wie kommt man zum Biathlon? Also ich bin erst zum Skilanglauf gekommen über meinen Vater und bin dann jetzt seit 2 Jahren in Oberhof am Sportgymnasium und bin dann vor einem Jahr dort zum Biathlon gewechselt. Also Langlauf geht schon in der Eifel, da geht es ja auch ein bisschen rauf und runter, wie das die Teilnehmer mit den Rennrädern schon ziemlich deutlich hier in Erfahrung gebracht kriegen. Thema Rennrad, Avia ist ja mit 3 Teams hier. Bist du jetzt traurig, dass du nicht mitfahren darfst oder sagst du, nee, lass die Mädels mal machen? Nee, also ich glaube, fürs nächste Jahr würde ich schon ganz gerne hier auch mal mitfahren. Weil wir uns eben so ein bisschen unterhalten haben und sie war Wasserski laufen, ihr seid Fahrrad gefahren, ihr seid Sommerski gefahren. Also Sport, egal was, ist natürlich auch für Biathlon unheimlich entscheidend. Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen Crosslaufen, machen Mountainbike, Rennrad, Skiroller, gehen ab und an klettern oder schwimmen. Also es ist sehr vielseitig. Sehr vielseitig, macht dann auch viel Spaß, dieses Training. Ja, nächstes Mal halten wir dir mit Sicherheit hier bei Rad am Ring einen Startplatz frei. Du betreibst das Ganze professionell, du bist 18 oder 19, du bist noch relativ jung. Ja, ich bin 18 Jahre, seit März. Studierst aber jetzt schon an einer Sporthochschule. Erzähl mal so ein bisschen, was du machst. Ja, also ich mache da nächstes Jahr mein Abitur, also studieren tue ich noch nicht und versuche dann halt jetzt nächste Saison in die Behörde reinzukommen und dann da drüber irgendwann zu studieren, also nach dem Sport dann. Das heißt auch möglichst irgendwie, wenn man im Sport so erfolgreich ist, freigestellt zu werden, um dann seinen Sport erstmal am besten international zu betreiben. Ja, also ich war vorher hier in Main auf dem Gymnasium und da ging es halt gar nicht mehr über die ganzen Fehltage. Deshalb musste ich dann auch nach Oberhof wechseln. Biathlon heißt Langlauf, sich richtig auspowern, schneller sein als die Konkurrenz und dann aber möglichst schnell den Puls runterbekommen, um fehlerfrei zu schießen. Schießtraining macht dann auch mit Sicherheit richtig Laune, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es war für mich eine große Umstellung nach dem Skilanglauf, dann erstmal da reinzukommen und den Puls dann auch richtig runterzubekommen, um zu treffen. Ist immer noch ab und an ein bisschen wechselnd, wie ich halt treffe, aber so langsam wird's. Und es wird, ich denke, bei euch nicht nur das reine Schießen, der Umgang mit der Waffe trainiert, sondern ihr müsst vorher Sport treiben, damit der Puls oben ist. Ja, auf jeden Fall. Also wir trainieren ja jeden Tag, also außer sonntags und dann auch 3 bis 4 Stunden am Tag. Avia hat mal wieder ein Sporttalent, was gefördert wird. Gina Puderbach, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, wo du ja eigentlich hier bei Rad am Ring Urlaub hast, dir das Ganze mal anschaust. Nächstes Jahr bist du mit dabei und auch nächstes Jahr oder dieses Jahr werden wir immer wieder von der Gina berichten. Vielen Dank. Dankeschön.